Hallo und herzlich willkommen zu diesem Presseclub. Es war Freitag um die Mittagszeit bei uns, als die russischen Behörden verkündeten, dass Alexei Nawalny gestorben sei. Der bekannteste russische Oppositionspolitiker war in einem Straflager am Polarkreis inhaftiert und ist dort unter bislang sehr unklaren Umständen ums Leben gekommen. Gleichzeitig kam in München die Welt zur Sicherheitskonferenz zusammen. Dort war unter anderem gestern auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast. Kurz zuvor musste sein ukrainisches Militär einräumen, dass die seit Monaten umkämpfte und strategisch wichtige Stadt Awdijiwka nicht länger gegen russische Angriffe geschützt werden könnte. Und als ob das alles nicht schon bedrohlich genug wäre, hatte US-möglicherweise republikanischer Präsidentschaftskandidat Donald Trump formuliert für die NATO in Zukunft, in kurz gesagt, wer nicht mehr zahlt, der wird nicht mehr beschützt. Umso mehr muss sich Europa also fragen, wie es sich ohne oder zumindest mit weniger amerikanischer Hilfe in Zukunft verteidigen kann. Das ist unser Thema im Presseclub heute. Schutz vor Putin, braucht Europa eigene Atomwaffen? Und ich begrüße diese Gäste alle ganz herzlich, die heute bei mir im Studio sind. Anna Engelke, sie arbeitet beim NDR in Hamburg und ist dort Co-Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Katrin Priebel, sie berichtet als EU- und NATO-Korrespondentin unter anderem für die Augsburger Allgemeine und die Neue Osnabrücker Zeitung. Christoph von Marschall, er ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel. Und Johannes Warwick, er ist Publizist und Herausgeber der Zeitschrift Politik. Wie immer wird diese Sendung auch in den sozialen Medien gestreamt. Wenn Sie sich also einbringen wollen mit Fragen oder Meinungen, dann können Sie das gerne tun. Auch bei uns im Gästebuch ist zu diesem Thema schon sehr viel los. Ja, der Tod von Alexei Nawalny geht vermutlich auf Putins Konto, auch wenn wir noch nicht genau wissen, unter welchen Umständen er zu Tode gekommen ist. Diese Nachricht erreichte die Weltöffentlichkeit gerade, als die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet wurde. Steckt da möglicherweise eine Botschaft dahinter? Und wenn ja, welche, Herr von Marschall? Also ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber es gibt Zufälle, die sind vermutlich keine Zufälle. Wenn das so genau, punktgenau kommt, zum Beginn der Sicherheitskonferenz, wo die Kameras der Welt auf München gerichtet sind, dann ist das eine Botschaft. Und die Botschaft von Putin lautet, wer immer sich mir in den Weg stellt, der lebt nicht mehr lange. Wir haben das ja vorher erlebt mit Herrn Prigozhin, dem Führer der Milizen in Afrika. Wir kennen es aus Berlin mit dem Tiergartenmord. Und der gesamte Ukraine-Krieg ist natürlich nichts anderes als eine Botschaft. Für meine Ziele gehe ich über Leichen. Also ja, ich glaube, das war kein Zufall, sondern das ist so gesetzt worden. Und neben dieser rein nüchternen Analyse, glaube ich, müssen wir auch alle das Emotionale dahinter sehen. Also die Frau von Alexei Nawalny hat das unvorbereitet auf der Sicherheitskonferenz erfahren. Das muss man sich mal vorstellen, was das mit einem machen würde. Und dennoch hat sie sich halt hingestellt und eine bemerkenswerte Rede gehalten. Ich würde sagen, das war der emotional stärkste Auftritt der ganzen Sicherheitskonferenz. Und auch die Kraft, die muss man erst mal aufbringen. Ja, Sie haben es ja gerade beschrieben, was das auf der Münchner Sicherheitskonferenz bedeutet hat. Sie beide waren da. Ich habe es in der Anmoderation geschildert, was im Moment alles zusammenkommt. Wie bedrohlich ist denn die Weltlage zurzeit, Frau Engelke? Was würden Sie sagen? Oh, das ist ja eine ganz kleine ja? und einfache Frage ja. zu Beginn. Es ist in jedem Fall eine bedrohliche Weltlage. Also wir haben jetzt seit knapp 2 Jahren den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und dazu haben wir dann noch seit dem 7. Oktober die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel und auf die Menschen, die in Israel gelebt haben. Also es ist alleine mit diesen beiden Kriegen, die es jetzt ja inzwischen sind, ist es eine sehr beunruhigende Weltlage. Und natürlich, Sie haben es ja auch am Anfang erwähnt, kommt dann noch die Unsicherheit hinzu mit Blick auf die Wahl in den USA im November. Also ich habe das Gefühl, es ist so wie beim Fußball, wenn alle machen, so ein bisschen ist es. Bloß, dass das nachher nicht die Freuden-Ola ist, sondern es ist eher die Sorgen-Ola. Ja, und als hätte es noch eines Beweises bedurft, wie bedrohlich tatsächlich Russland ist an der Stelle. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat gesagt, sollte der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine gewinnen, werde er weitermachen und sich weitere Länder des ehemaligen Ostblocks einverleiben wollen. Was meinen Sie, Frau Priebel, steht in der Ukraine gerade Europas Schicksal auf dem Spiel?
In gewisser Form natürlich nur. Naja, diese Frage ist ja im Grunde seit 2 Jahren wird die diskutiert, dass tatsächlich die Ukrainer da auch ein bisschen die Freiheit der Europäer verteidigen. Und ich glaube aber schon, dass in den letzten Wochen und jetzt natürlich vor allem in der letzten Woche das Thema noch mal größer wird, weil einfach der Ukraine die Munition ausgeht. Also es wird jetzt ganz konkret, dass die Ukrainer an der Front Schwierigkeiten bekommen. Was wiederum natürlich jetzt die Frage aufwirft, was machen die Europäer, was machen die Amerikaner? Jetzt blockiert oder kommt gerade tatsächlich nichts aus den USA. Also müssten die Europäer mehr tun. Die sagen, sie können gerade nicht mehr, beziehungsweise geben sie kein Geld. Und da ist natürlich jetzt gerade eine ganz schwierige Situation da. Und natürlich ist die Gefahr da, dass falls die Ukraine verliert, da sind wir jetzt ja noch nicht, dass natürlich das dann weitergeht. Jetzt nicht morgen, auch vielleicht nicht nächstes Jahr, aber natürlich auf mittelfristige Sicht ist da schon die Sorge da, dass dann Putin weitermacht. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg ist es so, dass diese fast 2-jährige Auseinandersetzung jetzt natürlich auch die russische Armee geschwächt hat. Aber der Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat davor gewarnt. Russland baut ja seine Rüstungsproduktion aktuell aus. In 5 bis 8 Jahren könnte Russland womöglich in der Lage sein, ein europäisches NATO-Mitgliedsland anzugreifen. Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario, Herr Barbig? Wir können das nicht ausschließen. Deswegen müssen wir uns schützen. Wir müssen verteidigungsfähig sein, gar keine Frage. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir überziehen. Dieses Gerede von der Kriegstüchtigkeit ist nicht die richtige Tonlage. Wir müssen uns verteidigen können. Und im Übrigen können wir das auch. Die Debatte im Moment tut so, als ob wir gar nichts können. Die Europäer geben fast 400 Milliarden Euro im Jahr für Rüstung aus. Das ist zersplittert und sozusagen nicht so wirksam, wie das sein könnte. Auch keine Frage. Aber Russland ist sehr viel schwächer als wir, wenn man die NATO zusammennimmt, 32 Mitgliedstaaten. Ich glaube nicht, dass Putin oder wer immer in Russland regieren wird, so ein Abenteuer eingehen würde, NATO-Territorium anzugreifen. Das ist wirklich, glaube ich, eher ein Gerede, der so ein bisschen auch PR-Effekt hat. Wir überziehen jetzt mit dieser Debatte. Wir müssen mehr tun in der Sicherheitspolitik, da bin ich dafür. Aber wir sollten Maß und Mitte halten und die geht ein bisschen verloren, finde ich. Wenn ich nur da einhaken darf, wenn aber glaube ich nicht Einigkeit, wenn tatsächlich die Amerikaner jetzt sagen würden, wir liefern nichts mehr, dann haben wir 50% fällt dann weg. Also es ist jetzt nicht, dass man das mal kurz so ersetzen könnte. Also es ist schon ein großer. Es ist mehr, es ist sogar 70%, aber die Amerikaner geben 600 Milliarden Dollar im Jahr, mehr als 600 Milliarden Dollar aus. Und das ist ja nicht alles für den Schutz Europas, das müssen wir ja auch mal sagen. Die Europäer sind nicht so schlecht aufgestellt, wie wir immer tun. Nochmal, das heißt nicht, dass wir gut sind, aber wir sollten über politische Strategien reden, die auch irgendwann wieder eine Perspektive dafür bietet, dass man weniger Geld für Rüstung ausgeben muss. Das heißt, ich habe ein bisschen den Eindruck, die beiden Säulen in unserer Sicherheitspolitik, Abschreckungsfähigkeit, wichtig und richtig, aber auch Dialog und kluge politische Strategien, diese Säule fällt im Moment unten vor. Und im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, haben wir eine rasante Prioritätenverschiebung. Vorgestern haben wir noch die Sicherheit am Hindukusch verteidigt, redet kein Mensch mehr drüber. Gestern haben wir noch Klimawandel als sicherheitspolitisches Problem Nummer 1 gehabt, redet auch kaum jemand mehr drüber. Jetzt haben wir sozusagen die Bedrohung aus Russland, die real ist, aber wir sind in der Lage, uns dagegen zu schützen und müssen jetzt nicht alle Eier in einen Korb legen gewissermaßen und Maß und Mitte halten. Das ist mein Argument. Ich widerspreche da sehr höflich. In den vergangenen 30 Jahren, seit dem Ende des Kalten Kriegs, haben die Europäer ihre Streitkräfte letztendlich als so eine Art Sparschwein benutzt und haben das Geld rausgeholt, was immer so schön Friedensdividende heißt. Und jetzt stehen wir da mit blankem Rock. Und vor 2 Jahren haben die Russen dann tatsächlich die Ukraine überfallen. Und wir haben geliefert, was wir konnten, um die Ukraine zu unterstützen. Sonst wäre es ja auch überhaupt nicht gelaufen für die Ukraine. Und wir haben festgestellt, jetzt ist alles leer. Und die Produktionskapazitäten, um unsere Lager aufzufüllen, haben wir nicht. Wir haben eigentlich auch nicht genug Geld. Deswegen hat ja der Bundeskanzler damals am 27. Februar 2022 seine Rede gehalten mit den 100 Milliarden Euro Sondervermögen, wo jetzt die Frage ist, was passiert, wenn das ausgelaufen ist, also nach dem Ende von 2027. Und meines Erachtens ist es nicht ganz
oder sagen wir so, ich stimme nicht mit Ihnen überein, wie Sie auf die Welt blicken. Ich sehe es ganz anders. Das ist auch für mich ein Zeichen jetzt hier aus München. Wir müssen wirklich zusehen, dass wir verteidigungsfähig werden. Klar. Ich bin auch eine Freundin des Wortes kriegstüchtig, weil ich glaube, dass es die richtige Aufmerksamkeit vieler Menschen auf diese Dringlichkeit gelenkt hat. Und wir müssen nicht wieder in die Richtung zurückgehen, weil das haben wir die vergangenen 30 Jahre gemacht, gespart. Wir müssen jetzt leider Geld ausgeben für die Verteidigung, weil, wie der Bundeskanzler gestern gesagt hat, ohne Sicherheit ist alles nichts. Ja, das ist ja richtig. Ich will nur noch mal sagen, wir haben den Verteidigungshaushalt seit 2014 verdoppelt, mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt dabei. Ja, aber wir hatten doch auch eine andere politische Lage. Und es ist doch gut, wenn Politik auf veränderte Lagen reagiert. Wir hatten Frieden und deswegen konnten wir auch eine Friedensdividende einstreichen. Das ist doch nichts Schlimmes. Jetzt haben wir eine andere Lage, klar, aber wir sollten einfach nicht überziehen. Und wir sollten doch auch mal darüber reden, was sind die richtigen politischen Strategien, etwa im Umgang mit Russland? Und immer nur eindimensional jetzt so zu tun, als ob wir völlig blank wären und gewissermaßen Rüstung steigern. Die Debatten überbieten sich ja. Manche reden von 3%, manche von 3,5%. 3% Erhöhung werden fast 20 Milliarden mehr jedes Jahr. Ich glaube, wir sollten realistisch sein. Das ist nicht darstellbar und wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, weil wir brauchen nicht so viel Geld für Rüstung. Wir haben ja auch gerade erst 2,0% geschafft. Genau, also aktuell ist die Lage so, dass dieses Jahr Deutschland wohl die 2% halten wird. Natürlich auch, weil die Wirtschaft nicht so schafft. Erstmals erreichen wird. 2,01% hat, glaube ich, Generalsekretär Stoltenberg ausgerechnet. Was natürlich auch daran liegt, dass das am BIP gemessen wird und das im Moment nicht so stark ist. Ne? Aber Olaf Scholz hat gesagt, das wird bis in die 30er Jahre gehalten. Das ist also das, worüber wir jetzt gerade reden. Wir reden nicht über 3%, sondern wir reden über 2%, die Deutschland halten möchte. Ich möchte noch mal ganz kurz konkret auf die Ukraine kommen. Am Freitag gab es ja unter anderem, da war Selenskyj in Berlin, das Sicherheitsabkommen mit der Ukraine und Deutschland. Weitere Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Euro sollen da zugeliefert werden. In den USA sind allerdings die Militärhilfen für die Ukraine weiter blockiert. Wenn der Nachschub aus den USA tatsächlich ausbleibt, kann Deutschland einen Teil kompensieren. Was müsste Europa noch tun? Welche Auswirkungen hätte das? Wir reden über das, was wir tun können und was wir tun können müssten. Und da möchte ich auch noch mal auf Herrn Favik reagieren. Ich bin sehr für Realismus. Ich weiß nicht, woher Sie den Realismus nehmen, dass man mit Putin über irgendetwas verhandeln kann und dass er, wenn man zu einem Verhandlungsergebnis kommt, dass er das einhalten würde. Die ganzen Jahre sind voll von Wortbrüchen. Ja? Wenn es darum geht, Sie sagen, wir sind doch verteidigungsfähig. Nee, wir sind es nicht. Selbst wir geben 400 Milliarden aus und wenn der Krieg beginnen würde, für wie viel reichen unsere Munitionsvorräte? Die Frage ist, nee, lassen Sie mich jetzt mal ausreden. Ich habe Ihnen auch zu. Ich sage ja gar nichts. Okay, wunderbar. Sie heben immer so an. Er hat nur geatmet. Wie lange reichen unsere Munitionsvorräte? Für 1 bis 3 Tage. Ja? Also wir sind nicht verteidigungsfähig. Europa müsste es sein. Wir sind ein reiches Land, eine reiche Gemeinschaft, die 7-mal so stark ist wirtschaftlich wie Russland. Und wer hat Angst vor wem? Wir vor Putin oder Putin vor uns? Das zeigt doch einfach, diese simplen Tatsachen zeigen, dass wir offenbar nicht richtig organisiert sind, dass wir nicht verteidigungsfähig sind. Angewandt auf die Ukraine jetzt, könnten wir das übernehmen, wenn Amerika sagt, ich mache das nicht mehr? Beim Geld ist ja schon jetzt klar, dass es keine finanzielle Hilfe mehr aus den USA geben wird. Alle Hoffnung, dass der Kongress sich einigen wird, sollten wir einfach mal darauf verzichten. Ja, das klappt nicht. In einem Wahljahr wird das Repräsentantenhaus dem nicht zustimmen. Die Militärhilfe, können wir auch gleich noch mal im Detail drüber reden, offiziell findet sie auch nicht mehr statt. Ich bin da nicht so sicher. Ich selber würde behaupten, in der Praxis ist es so, dass für die Bewilligung von neuen Waffenkäufen, die man an die Ukraine gibt, dafür bräuchte man wieder einen Beschluss des Kongresses, weil Parlamente nun mal die Budgethoheit haben. Aber amerikanische Präsidenten und ihre Verteidigungsminister können aus den Lagern liefern, was sie liefern wollen. Das erfahren wir dann vielleicht nicht. Können wir das ersetzen? Wir müssten es können. Natürlich müsste Europa in der Lage sein, das alles zu leisten. Das ist ein Krieg in Europa. Und Anna Engelke hat es aber schon gesagt, wir haben unsere Produktionskapazitäten runtergefahren. Im Moment ist die Lage so, dass Russland aus Nordkorea und Iran, diese drei liefern im Moment weit über 1 Million Artillerieschüsse an die Ukraine jedes Jahr. Wir Europäer haben vor 2 Jahren beschlossen, dass wir in der Lage sein müssten, das zu produzieren. Wir können es bis heute nicht. Die Ukraine ist im Moment an Munitionsnachschub Russland im Verhältnis von 1:3 bis 1:5 unterlegen.
Und deswegen, also wir müssten viel mehr können, Herr Favik, wenn Sie sagen, das sind unsere Ressourcen, das können wir, das geben wir aus. Alles klar, nur es kommt dabei nicht das heraus, was herauskommen müsste, damit wir verteidigungsfähig sind und damit die Ukraine diesen Wettkampf darum, wer im Moment widerstandsfähiger ist, gewinnt. Und da die USA es nicht mehr leisten, müssen wir es leisten. Ja, darüber können wir ja reden. Aber ich finde, der Ton in der Debatte ist nicht der richtige. Im Grundgesetz ist der Auftrag, dass wir dem Frieden der Welt dienen und nicht kriegstüchtig werden. Und wir müssen verteidigungsfähig sein. Da bin ich ja überhaupt nicht dagegen, sondern dafür. Ich argumentiere nicht aus einer pazifistischen Argumentation, wobei die zulässig ist, finde ich. Die sollte auch Platz haben in der Debatte. Aber das ist nicht meine Position. Ich finde aber, wir sollten nüchtern und mit Realismus darauf blicken. Und wenn jetzt so getan wird in der Debatte, dass gewissermaßen der Russe übermorgen in West-Berlin steht, ich spitze das jetzt mal sehr unzulässig zu, dann ist das weder die russische Intention, über die kann man streiten. Und man kann argumentieren, dass Russland ein großes Rollback in Osteuropa will. Da müssen wir wachsam sein, keine Frage. Aber selbst wenn das die Intention ist, was ich am Ende auch nicht glaube, die Fähigkeiten dazu hat Russland nicht. Russland ist doch nicht mal in der Lage, in der Ukraine militärisch seinen Willen so durchzusetzen, wie es das möchte. Das heißt, eines kann ja nur stimmen. Entweder Russland ist eine Bedrohung fürs Territorium der NATO oder Russland ist zu schwach in der Ukraine militärisch zu gewinnen. Und diejenigen, die die Zeitenwende propagieren, da gehen die Argumente vollkommen durcheinander. Nochmal, ich bin nicht dafür, dass wir schutzlos sind. Ich bin nicht dafür, dass wir blauäugig auf Russland gucken. Aber ich bin für Nüchternheit und Realismus. Und wir sollten uns nicht immer schlecht reden. So schlecht sind wir gar nicht. Wir können viel mehr, als man glaubt. Und ich glaube, das NATO-Territorium ist sicher. Und wenn man noch mal einen Satz zu Trump sagt, wenn er sagt, mit so einer Schutzgeldmentalität, ich verteidige euch nicht, wenn ihr nicht zahlt. Die baltischen Staaten etwa, die ja wohl am meisten exponiert sind, geben weit mehr als 2% aus für Verteidigung. Das heißt, in der Trump-Logik müsste das Baltikum verteidigt werden. Also da geht viel durcheinander in der Debatte. Und mir ist zu viel aufgeregt in der Debatte. Lass uns doch nüchtern darüber reden und nicht alles nachplappern, was Thinktanks sagen, die eine eigene Agenda haben. Und nicht, weil in jeder Talkshow auf einmal alle Sicherheitsexperten sind und Bedrohungslagen aus dem sozusagen Nichts definieren. Sollten wir das nicht mitmachen? Ich jedenfalls mache es nicht mit, sondern ich bin dafür, die Dinge nüchtern zu betrachten. Und eine Sache zusammen am Tisch. Nur eine Unterstellung mit Nachplappern, Herr Favik, fände ich ganz gut. Also ich glaube, dass alle Kollegen, die hier sitzen, ihre eigenen Recherchen machen, ihre eigenen Gespräche führen. Und das finde ich immer keinen. Ich glaube, Herr Favik hatte nicht so diesen Tisch gemacht. Ach so, deshalb, okay. Ich wollte gerade sagen, natürlich. Deshalb sitzen wir ja hier zusammen mit vier unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema. Die Debatte im Netz wird auch sehr hochemotional geführt und natürlich vor allem mit der Zuspitzung, die wir ja auch im Titel hatten, braucht Europa jetzt quasi seine eigene Atombombe. Da möchte ich jetzt gerne mal drauf hinwirken. Frau Priebel, ich hatte den Eindruck, Sie wollten gerade noch was anderes sagen. Ja, alles gut. Ja. Ich würde jetzt gerne mal auf dieses Thema zusteuern. Wir haben jetzt die Äußerungen von Donald Trump schon mehrfach ventiliert und unter anderem Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, hat das ja dann aufgegriffen, hat sich offen dafür gezeigt, damit wir überhaupt mal wissen, über was wir eigentlich bei den Atombomben genau diskutieren. Es gibt 5 offizielle Atommächte, allen voran die USA und Russland. Und es gibt 4 inoffizielle. Und wir gucken uns jetzt mal eine Grafik an, wo wir genau ablesen können, wer eigentlich wie viel Atomwaffensprengköpfe hat. Da sehen wir ganz klar Russland und die USA weit vorne mit ungefähr ähnlich vielen atomaren Sprengköpfen, gefolgt von China, Frankreich und Großbritannien und die 4 inoffiziellen Staaten eben dann noch mit deutlich weniger Sprengköpfen. Jetzt sind wir also bei dem Thema, Frankreich und Großbritannien haben eine gewisse Zahl an Atomsprengköpfen und die Debatte ist auch nicht neu zu fragen, müssen wir uns einen europäischen Atomschutzschirm schaffen? Das war jetzt eine lange Überleitung für Frau Priebel. Wie schätzen Sie diese Äußerungen von Frau Barley ein? Und ist das irgendwie sinnvoll, was da gerade diskutiert wird? Ist ja auch etwas, was jetzt im Rahmen der erhitzten Debatte, wie es Herr Warwick genannt hat, aufgekommen ist. Also ich fand die ganze Debatte eher verstörend, muss ich sagen. Ich bin in Brüssel und habe da das so ein bisschen verfolgt und fand es doch eine sehr deutsche Debatte. Also in anderen Mitgliedstaaten führt man die so nicht.
Gleichzeitig finde ich die auch ziemlich absurd und vor allem so eine Ersatzdebatte. Also bevor Deutschland verteidigungsfähig ist, und das dauert noch, das ist jetzt nicht eine Sache von ein paar Monaten, redet man schon wieder über europäische Atomwaffen. Absurd finde ich es vor allem deshalb, weil man sich fragt, ja, wer würde denn da überhaupt die Verantwortung übernehmen? Die Europäer haben weder Streitkräfte, noch haben sie eine Regierung. Wer sitzt am roten Knopf? Ist es dann der Ratspräsident Charles Michel im Übrigen? Oder, also die Zuständigkeiten sind überhaupt nicht geklärt. Abgesehen davon ist es auch nicht einfach mal so aufgebaut. Also das ist jetzt nicht eine Sache von ein paar Monaten oder selbst ein paar Jahren. Ich glaube aber, davor müsste man einfach die Zuständigkeiten tatsächlich klären. Man bräuchte eine komplett andere Struktur in Brüssel. Ich meine, die können sich kaum bei einem EU-Gipfel auf ein paar Milliarden für die Ukraine einigen oder auf irgendwelche kleinen Sanktionen. Wie soll denn da bitte jemals eine Einigung her, ob man jetzt Russland angreift, atomar? Also ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gefasst. Und es ist tatsächlich auch sehr deutsch, da bevor man irgendwie tatsächlich die eigenen, den eigenen oder vor dem eigenen Haus kehrt, wird jetzt schon wieder viel zu weit gedacht. Ja? Sie haben jetzt ganz viele Fragen aufgeworfen, die hier auch tatsächlich unsere Nutzerinnen und Nutzer gestellt haben. Also unter anderem, wer gibt den Einsatzbefehl? Wie kommt der Beschluss zum Einsatz zustande? Mehrheitsbeschluss oder Einstimmigkeit? Muss Viktor Orbán den Sitzungssaal wieder verlassen, damit er nicht dagegen stimmen kann? Genau. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen ironisch gemeint. Also viele praktische Fragen, die einfach überhaupt nicht geklärt sind. Aber das wäre ja jetzt für den Fall, dass man das in einem EU-Rahmen sieht. Es gibt ja, aber die Idee ist ja durchaus, es eben nicht im EU-Rahmen zu sehen. Und der französische Präsident Emmanuel Macron hat das schon öfter irgendwie in Aussicht gestellt, den französischen Schutzschirm europäisch zu teilen und auf weitere Staaten auszuweiten. Er denkt aber nicht an die EU dabei, Herr von Marschall. Wie könnte sich das denn Herr Macron konkret vorstellen? Ja, ich glaube, man muss das noch mal knallhart sagen. Es wird keine Atomwaffen unter EU-Verantwortung geben. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Das geht schon mal völkerrechtlich alles überhaupt nicht, nicht? Wir haben einen Atomsperrvertrag. Auch die Vorstellung, dass Deutschland irgendwie sich an Atomwaffen mit eigenen beteiligen würde. Wir haben einen 2+4-Vertrag unterschrieben, dass wir das nicht machen. Ganz viele EU-Länder haben die Global Zero unterschrieben. Also im EU-Rahmen kann es keine eigenen Atomwaffen geben. Global Zero heißt was? Dass wir überhaupt keine Atomwaffen mehr auf der Welt haben wollen. Das ist eine und schöne Idealvorstellung. Alle Atomstaaten diese abbauen und genau. Aber ein Staat, der das unterschrieben hat, wird sich doch nicht an einem EU-Schutzschirm beteiligen. Das ist doch gar nicht vorstellbar. Also die einzige Chance, die wir haben, und das ist eine sehr schlechte Chance, ist, dass wir, wenn die Amerikaner uns den Schutz entziehen, uns Europäern, uns allen, dann gibt es einfach nur zwei europäische Atomwaffenstaaten, das sind Großbritannien und Frankreich. Und dann kann man darüber verhandeln, unter welchen Bedingungen sie bereit wären, diese Abschreckungsdrohung, wenn Putin mit Atomwaffen droht, dass wir ihm dann sagen, wenn du die wirklich einsetzt, dann schlagen wir zurück. Wer als erster schießt, stirbt als zweiter, nicht? So ist ja die alte Logik. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das ist ganz schlecht, weil Sie haben ja die Zahlen dort gezeigt. Die Briten und die Franzosen können die amerikanischen Schutzschirme nicht ersetzen, allein wegen der Zahlen. Es ist noch schlimmer, wenn Sie eine glaubwürdige atomare Abschreckung haben, wollen Sie ja nicht gleich mit den ganz großen Waffen drohen, sondern Sie müssen eine abgestufte haben. Auf kleine Atomwaffen müssen Sie mit kleinen reagieren können, auf mittlere mit mittleren, großen auf großen. Das haben die Briten und die Franzosen überhaupt nicht. Also alles, was wir bisher diskutieren, wie die ganze Logik auch abgestuft funktioniert, damit daraus nicht der große Knall wird. Das war ja vorher auch bei Ihnen ein Argument, dass wir mit Maß und Mitte vernünftig. Das kann alles Frankreich und Großbritannien nicht leisten. In dem Augenblick, wo die Amerikaner sagen würden, wir machen keine Kooperation mehr, sind die britischen Atomwaffen gar nichts mehr wert, weil sie ihre ganzen Teile dafür aus den USA bekommen. Also das ist ein völlig ungelöstes Problem. Im Übrigen und deswegen haben auch die Franzosen immer gesagt, die Kompetenz bleibt national. Also es ist nicht so, dass es dann nach Brüssel wandert, sondern tatsächlich will Macron trotzdem noch die Entscheidungsgewalt haben. Also keine europäischen Atomwaffen, wenn überhaupt. Wir stellen uns unter den französischen Schutz mit. Der ist viel, viel schlechter, aber es ist halt die einzige Möglichkeit, die wir überhaupt hätten. Und tatsächlich wahrscheinlich will auch Macron mit seinem Angebot vor allem die Modernisierung seiner Atomwaffen finanzieren lassen. Also da
Da haben wir Konsens am Tisch. Und ich finde, Frau Barley hätte mal vorher bei Herrn Marschall anfragen sollen, weil das ist auch eine unernste Debatte, die schlichtweg nicht von Sachkenntnis geprägt ist. Das muss man leider auch in dem Fall sagen. Ja. Herr Marschall, und Sie haben das Nötige dazu gesagt. Wir haben aber trotzdem natürlich ein Problem, wenn die amerikanische Nukleargarantie gewissermaßen nicht mehr glaubhaft ist. Und die Aussagen von Trump, wir wissen nicht, ob er Präsident wird, aber das ist sozusagen untergräbt natürlich die Abschreckungswirkung. Und wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass wir in einer Welt leben werden, wo Europa nicht mehr von der amerikanischen Nukleargarantie profitieren kann, wenn man so will. Und diese Strategiedebatte, was daraus resultiert, die muss geführt werden. Und ich glaube, das hat dann sozusagen ein Gutes, diese unausgegorenen Vorschläge, dass man guckt, was nicht geht, aber vielleicht auch auf der Basis guckt, was geht denn und was können wir besser machen in der Sicherheitspolitik? Wie können wir uns besser aufstellen, wenn die amerikanische Nukleargarantie entfällt oder nicht mehr wirksam ist? Genau, also ich habe den Eindruck, hier haben wir jetzt Konsens am Tisch. Das war etwas unausgegoren, was Frau Barley da gesagt hat. Das Ganze ist sehr komplex. Sie haben es ja jetzt schön eingeleitet. Das sollte man zum Anstoß nehmen, zu überlegen, was ist jetzt denn wirklich zu tun, wenn dieser Vorschlag an sich jetzt so ein bisschen von Sachkenntnis nicht geprägt war, um es mal so zu formulieren. Was würden Sie denn vorschlagen? Also die NATO, muss ich sagen, hat wirklich ein Problem, wenn die Führungsmacht gewissermaßen sich abwendet. Und das kann in der Variante Donald Trump, der gewissermaßen erratisch, unzuverlässig, manchmal auch schlichtweg etwas crazy, würde ich sagen, ist passieren. Es kann aber auch passieren in der Variante von einem Joe Biden oder einem Nachfolger, der einfach sagt, Europa ist für uns nicht mehr die Priorität. Und das ist ja die lange Linie der amerikanischen Außenpolitik, dass Europa an Priorität verliert und die Amerikaner stark nach Asien, Pazifik gucken. Das ist jetzt durch den Ukraine-Krieg etwas überlagert worden, aber das ist trotzdem ein langfristiger Trend. Das heißt, die Europäer müssen sich zusammenraufen und mehr machen. Ich finde, am besten innerhalb der NATO was machen. Und dann hat man gewissermaßen eine Zwei-Pfeiler-Allianz. Klingt jetzt etwas technisch, aber bedeutet im Prinzip, dass die Europäer die NATO nicht völlig aufgeben, aber sich so organisieren, dass sie in der NATO eine gemeinsame Willensbildung hinkriegen, vielleicht auch gemeinsame Einsätze machen können. Da muss man über ein eigenes EU-Hauptquartier reden, was es gibt, aber mit sehr wenig Ausstattung. Wenn man sich mal Zahlen anguckt, dieses Hauptquartier in Brüssel hat ungefähr 90 Soldaten. Die NATO hat in diesem Hauptquartier auf der Ebene vergleichbar etwa 5.000. Also die Europäer sind nicht so aufgestellt, dass sie das ersetzen können. Aber sie können auch nicht so tun, als ob Amerika, also die USA, der gleiche verlässliche Partner für die nächsten Jahre wird, wie das in der Vergangenheit war. Sie haben es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was da passieren könnte. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war ja auch auf der Sicherheitskonferenz, hat am Freitag gesagt, die EU-Kommission werde im kommenden Monat eine Strategie zur europäischen Verteidigungsindustrie vorlegen. Man wolle mehr, besser und europäisch investieren und das in enger Zusammenarbeit mit der NATO. Also bis dahin habe ich jetzt erstmal große Übereinkunft gehört. Aber was heißt das denn konkret? Was könnte Frau von der Leyen gemeint haben, wenn man das jetzt wirklich mal durchdekliniert? Und sind wir dann nicht wieder doch beim 2%-Ziel, was eigentlich alle NATO-Staaten erfüllen müssten? Da haben wir uns ja vorhin drum gestritten. Also ich glaube, wenn man eine Botschaft mitnehmen kann von der Münchner Sicherheitskonferenz, dann ist das einfach, die Europäer müssen mehr tun. Und da müssen die Europäer erstmal auf die 2% kommen, also dieses 2%-Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung der Nationalen, hatten wir ja anfangs auch drüber gesprochen. Das ist 2014 vereinbart worden und jetzt haben wir halt 10 Jahre später und es war eigentlich die Erwartung, dass schon in den vergangenen 10 Jahren da dran gearbeitet wird und der Verteidigungsminister Pistorius hat ja, glaube ich, so einen niedersächsischen Spruch bemüht, wie war das in Niedersachsen, das Pferd springt immer so hoch, wie es gerade muss, also dass die Deutschen jetzt so auf dem letzten Meter 2024 ihr 2%-Ziel erreicht haben. Also ich glaube, dieses 2%-Ziel zu erreichen, es sind von den 31 NATO-Staaten erreichen das bisher 18. Und es gibt einige europäische Staaten, also Frankreich ist auf dem Weg, aber Italien ist noch davon entfernt, Spanien ist noch davon entfernt. Also da ist noch was zu tun.
Und das halt auch zu diesem Punkt, es braucht mehr Geld. Also um unabhängiger zu sein von den USA, und da bin ich total bei Ihnen, muss man einfach mehr Geld investieren. Also das ist das eine. Und wirklich dieses, wenn man da in München mit unterschiedlichen Europäern gesprochen hat, war das immer dieses, wir müssen wirklich zusehen aus den genannten Gründen. Ne, Trump, wir wissen nicht ganz genau, was dem wieder einfällt, welchen Deal er machen möchte. Und das mögliche Abwenden eines demokratischen Präsidenten oder Hinwenden, ist ja kein Abwenden, könnte aber auch ein Abwenden sein, das Hinwenden zu China. Mhm. Und wir können in der NATO als Europäer natürlich den USA auch helfen, sich genauer auf China zu konzentrieren, wenn wir unseren Job machen. Also wenn die Amerikaner sich nicht mehr um die Europäer sorgen müssen. Weil wenn man zurückguckt, vor 2 Jahren, als der Krieg, die Volloffensive, die russische, begonnen hat, da waren es die Amerikaner, da war es Joe Biden, der uns Europäer in Schlepptau genommen hat und gesagt hat, okay, offenbar schaffen es die Ukrainer, sich zu wehren gegen alle Erwartungen. Mhm. Und jetzt müssen wir liefern. Also. Ja. Ich glaube auch, dass tatsächlich Donald Trump da vielleicht den Europäern auch einen Gefallen getan hat, muss man wirklich sagen. Ich meine, jetzt kamen seit 30 Jahren, 40 Jahren schon Wake-up-Calls. Mhm. Und die Europäer, die drücken immer die Schlummertaste und sagen, ja, ja. Und auch nicht nur von den Republikanern übrigens. Nee, nee, also auch Obama war auch groß. Während den Balkankriegen war das ja auch schon ein Thema. Also, dass man da irgendwie jetzt wieder sagt, wir müssen mehr tun, naja, man muss halt ganz schön lange mehr tun. Vielleicht noch unterstützen das, was Sie gerade ausgeführt haben. Also aktuell erfüllen 18 von 31 NATO-Mitgliedern das 2%-Ziel. Sie haben gerade ausgeführt, wer in Europa da noch mehr zahlen müsste. Ich greife eine weitere Frage aus dem Netz auf. Warum haben wir keinen europäischen Verteidigungskommissar? Genau so etwas hat Ursula von der Leyen am Freitag formuliert. Europäische Armee ist ja auch ein Gedanke, der immer mal wieder auftaucht, im Gegensatz zur Armee der Europäer, was dann wieder keine EU-Armee ist, sondern eine von Staaten, die zusammengehen wollen. Das sind ja auch sehr große Forderungen im Vergleich zu dem, was wir hier so diskutieren, was eigentlich erstmal jedes Land tun müsste. Wie schätzen Sie das ein? Ja, also wir brauchen einfach diesen Mentalitätswechsel in ganz, ganz vielen Bereichen. Deswegen stimme ich auch Anna Engelke zu. Ich habe nichts gegen Begriffe wie Wehrtüchtigkeit, kriegstüchtig werden und so weiter, weil es den Menschen zeigt, wir müssen wirklich was verändern. Und was die EU betrifft oder die NATO nicht, ist ja immer die Angst, bauen wir jetzt Doppelstrategien, Strukturen auf, nicht? Deswegen können wir lange jetzt darüber diskutieren, sollte die künftige europäische Verteidigungsidentität in der EU organisiert werden, wo bisher gar nichts da ist, oder machen wir das als europäischer NATO-Pfeiler? Vermutlich hätte ich dafür eine Präferenz. Aber es hat ja vor allem was damit zu tun, woher die EU kommt. Und die hat sich als Friedensunion definiert. Wir waren für alles Gute, nicht? Wir waren für Entwicklungshilfe und wir geben. Wir waren ja nicht mit Stick und Karotte unterwegs, indem wir sagen, wer nett ist, der kriegt was von uns und wer böse ist, dem drohen wir. Niemandem droht die EU glaubwürdig und niemand hat Angst vor der EU. Und wir hatten bisher eben überhaupt nicht die Vorstellung, dass die EU für Verteidigung zuständig ist, obwohl auf dem Papier der Zustands-, also die Beistandsklausel-Garantie der EU ist viel, viel härter als die NATO-Klausel. Nur, was hilft das, wenn es auf dem Papier steht, wenn da nichts da ist? Also wir haben jetzt unter Frau von der Leyen diese sogenannte Peace Facility gegründet, die im Wesentlichen Gelder bereitstellt, damit andere die Ukraine mit Waffen unterstützen. Und jetzt könnten wir uns vorstellen, schön, dann haben wir einen Verteidigungskommissar. Aber solange der keine Zuständigkeiten hat, wir müssen doch einfach sagen, wie ist die Realität? Verteidigungspolitik ist nationale Politik, so wie sie heute ist. Und im besten Fall wird europäische Verteidigungspolitik die Kooperation nationaler Regierungen sein und nicht eine in Brüssel verantwortete Politikkompetenz. Und deshalb dann, da das in der NATO vorhanden ist, würde ich sagen, europäischen NATO-Verbund ausbauen. Ich sehe das weitgehend auch so, aber wenn man noch mal eine Ebene höher geht, es gibt keine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik, weil es keine EU-Außenpolitik gibt. Was soll denn sozusagen, oder wo soll denn der Humus für eine gemeinsame Verteidigungspolitik herkommen, wenn etwa Spanien und Irland jetzt Sanktionen gegen Israel machen wollen und Deutschland jetzt gerade erst anfängt, sehr zag den Militäreinsatz in Rafah zu kritisieren. Also es gibt keine einheitliche Position in außenpolitischen Fragen, bedauerlicherweise. Und die Diskussion etwa über die Einführung von Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik kommt nicht richtig vom Fleck mit dem Lissabon-Vertrag. Also der aktuellen vertraglichen Grundlage ist das nicht zu machen. Man bräuchte einen neuen Vertrag, dauert ewig, gibt es keinen Konsens. Das heißt, was gehen würde, wäre eine Kooperation, da bin ich bei Ihnen, Herr von Marschall, der großen europäischen Staaten,
die etwa über gemeinsame Beschaffungen reden, über gemeinsame Einsatzgrundsätze und so weiter und so weiter. Aber wenn ich mir die besten Freunde in Europa, Deutschland und Frankreich angucke und mir anschaue, wie es bei den Rüstungsprojekten derzeit hakt, es quietscht an allen Ecken und Enden, es gibt keinen Konsens zwischen Deutschland und Frankreich, dann ist diese Vorstellung einer gemeinsamen europäischen Armee wirklich meilenweit entfernt. Mhm. Ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt, aber ich sehe nicht, dass das ein realistisches Ziel ist auf absehbare Zeit. Genau, also das heißt, wenn wir sagen, auf europäischer Ebene aus verschiedensten Gründen schwierig, haben wir ja gerade beschrieben. Wollen wir dann jetzt auf die, also ich leite immer über, wenn Sie was sagen wollen. Ich wollte nämlich auf die deutsche Ebene kommen. Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Sache hinzufügen, nur auch vielleicht als Beispiel. Die Europäer haben 1 Million Artilleriegranaten versprochen. Völlig willkürliche Zahl, weil die einfach catchy klang. Jetzt schafft man das vielleicht gerade so zur Hälfte bis Ende März zu liefern. Warum? Weil einfach nationale Interessen immer überwiegen. Also dann sagt man, das muss alles in Europa produziert werden. Wie groß darf der Anteil sein vom Zünder aus dem, aus Südkorea zum Beispiel. Also da verhaspelt sich die EU völlig in solchen Debatten, weshalb, jetzt, da stimme ich Ihnen völlig zu, dass völlig unrealistisch ist, dass da in naher Zukunft irgendwie eine Verteidigungspolitik aufgebaut werden könnte. Weil es einfach immer eine Frage der Prioritäten ist, aber die Priorität liegt natürlich dann im nationalen Interesse. Dann gucken wir jetzt aber bitte, gehen wir auf Deutschland zurück, weil wir ja gerade gesagt haben, Europa ist ganz, ganz weite Zukunft. Wir haben ein Sondervermögen, wir haben eine Zeitenwende seit knapp 2 Jahren. 100 Milliarden Euro reicht wahrscheinlich bis 2027, was bislang berechnet wurde. Nun hat aber ja der Kanzler, wie ich schon erwähnte, gesagt, wir werden auch in den 30er Jahren und darüber hinaus dieses 2%-Ziel der NATO erreichen. Wie kann das funktionieren? Das würde auch gerne ein Twitter, jetzt X-Nutzer, wissen. Mich würde bei der hiesigen Steuerlast mal interessieren, auf welchen Kosten die X Milliarden Euro für die Aufrüstung Deutschlands denn erfolgen soll. Wo ist noch was zu holen? Ideen? Also wir haben es ja gesehen mit dem Etatproblem am Ende des Jahres 2023. Der Etat für 2024 ist mühsam aufgestellt worden. Alle gucken es schon sehr mitleidig, aber... Das würde mich auch interessieren. Das würde Sie auch interessieren. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so... Ich finde es eine Frage der Prioritäten. Genau. Und dann muss halt einfach die Regierungen in ganz Europa müssen dann eigentlich sagen, so, wir müssen jetzt wirklich unsere Bevölkerung vorbereiten, dass wir sparen müssen, zum Beispiel an Bildung, an Gesundheit. Das ist halt, ich meine, das will natürlich niemand. Das ist sehr populär und das ist natürlich nicht der Verkaufsschlager für Politiker. Mhm. Aber im Grunde sind die Ressourcen da, ist das Geld da. Europa ist wirklich so viel reicher als Russland. Es wird sehr spannend. Also es wird wirklich sehr spannend, weil der Bundeskanzler jetzt schon mehrfach deutlich gemacht hat, dass er das ernst meint. Also weil ja immer so die Frage war, meint er das wirklich ernst mit 2% und auch bis in die 30er Jahre? Und jetzt hat er ja auch am Montag, als der polnische Ministerpräsident seinen Antrittsbesuch in Berlin gemacht hat, da hat Olaf Scholz gesagt, also die 2% werde es geben. Und er hat es so formuliert, für alle Zeit. Es ist für alle Zeit vielleicht wirklich ein bisschen weit. Aber die Frage ist ja, was macht man nach 2027? Weil man kann sich das so vorstellen, wir haben diese 100 Milliarden. Und von dem 100 Milliarden Sondervermögen wird jetzt auf die nächsten 3 Jahre immer ein Teil des Geldes rausgenommen und draufgerechnet auf den Verteidigungsetat. Unser Verteidigungsetat liegt jetzt gerade bei 52 Milliarden. Boris Pistorius hat ein bisschen was für Tariferhöhungen bekommen jetzt in diesem Jahr aktuell. Ist auch der einzige Etat, der wirklich gestiegen ist im Bundeshaushalt. Also da gab es schon mal so eine kleine Priorisierung. Und nur um das immer zu verstehen, weil 100 Milliarden ist eine Menge Geld, aber die wird ausgegeben sein für größere und kleinere Projekte bis Ende 2027. Und wir haben zurzeit diese 50, 52 Milliarden, ungefähr so 17 Milliarden aus dem Sondervermögen für dieses Jahr. Und ähnlich wird sich das bis 2027. Und dann stehen Sie da 2028 und Sie brauchen so um die 30 Milliarden. Also wenn sich der 50 Milliarden, 52 Milliarden Verteidigungsetat jetzt nicht, wenn die Bundesregierung den nicht erhöht, dann müssen Sie 2028, muss irgendjemand, der politisch verantwortlich ist, muss hergehen und sagen, und ich erhöhe den Verteidigungsetat um 30 Milliarden Euro. Also das ist einfach regulär im Haushalt abgebildet. Damit es regulär im Haushalt abgebildet ist, das möchte auch der Verteidigungsminister, weil es auch um Betriebsausgaben geht. Und das, was wir jetzt einkaufen für diese 100 Milliarden, also wir Deutschland,
das muss ja alles dann auch betrieben werden. Ja, ja. Also diese 100 Milliarden werden auch noch weitere Kosten verursachen. Mhm. Herr Warwick, will die ganze Zeit schon was sagen? Ich wollte nur eine Sache sagen, weil an sich müssten Sozialdemokraten, ich glaube, die Grünen könnten das, bei denen kann ich mir sogar vorstellen, aber die Sozialdemokraten müssen in den nächsten Wahlkampf gehen und sagen, und dann hätten wir gerne auch noch 25 Milliarden Euro mehr für Verteidigung. Und das ist einfach kein sozialdemokratischer Wahlkampfschlager. Ja, das ist gar kein Wahlkampfschlager. Und das ist auch Wolkenkuckucksheim, würde ich sagen, zumal. Und das wollte ich einwenden, das Sondervermögen ist ja kein Vermögen, was irgendwo rumliegt, Schulden, sondern das ist Schulden, schuldenfinanziert. Das heißt, wir hatten nicht mal die Kraft, den Haushalt so zu priorisieren, dass man das abbildet. So. Und ich meine, dann lass uns doch über die Realitäten reden. Das wird nicht erreichbar sein. Es gibt ja Ideen, dass man so ein Verteidigungssoli auflegt oder sowas. Alles super populäre Sachen. Ich wäre dabei, muss ich sagen. Und ich würde dafür werben, wenn dahinter eine kluge politische Strategie steht. Aber wenn dahinter nur steht, dass wir in der Ukraine dauerhaft einen Abnutzungskrieg befeuern, den keiner gewinnen kann, dann ist das für mich nicht verantwortbar. Das heißt, Maß und Mitte heißt, gute politische Strategien und dann für gute politische Strategien sicherlich auch mehr Geld ausgeben. Aber ich habe den Eindruck, die Bevölkerung ist auch nicht jetzt irgendwie dabei, dass man für solche sozusagen Dinge einfach so viel Geld ausgibt, wenn nicht davon überzeugt ist, dass das auch eine kurze Replik. Idee ist. Wir haben erkennbar einen Mentalitätswandel in der Politik. Der geht zu langsam, aber wenn Sie sich den Kanzler angehört haben, was er jetzt gestern gesagt hat, ohne Sicherheit ist alles nichts. Das ist eine sehr klare, Prioritätensetzung, alles und nichts. Mhm. Wenn Sie den Bundesverteidigungsminister hören, der sagen, wir wollen wieder die Wehrpflicht einführen, dann wird eingewandt, das ist eine Einschränkung von Freiheit. Dann sagt er, ja, und die viel größere Einschränkung von Freiheit ist, wenn wir angegriffen werden und uns nicht verteidigen können. Also da passiert was Neues. Jeder Haushalt musste in der Inflation solche Entscheidungen treffen, ob man 2-3% anders ausgibt, privat. Und die Bundesregierung muss das auch schaffen, also ohne sich zu streiten. Ganz klare Frage von Prioritäten. Ja, Prioritäten. Wir sind am Ende, Entschuldigung, am Ende der Sendung angekommen. Sie merken, es ist ein sehr emotionales und kontrovers besprochenes Thema. Wenn Sie im Ersten dranbleiben, dann geht es hier weiter mit dem Europamagazin. Da geht es unter anderem auch natürlich um die 2 Jahre Krieg, die die Ukraine jetzt erlitten hat. Aber wenn Sie auf Phoenix, WDR 5 und in den sozialen Medien dranbleiben, dann kriegen Sie Presseclub nachgefragt. Und ich bin mir sicher, es wird noch einige spannende Antworten zu diesem Thema geben. Bis hierhin schon mal danke für Ihr Interesse. Da sind wir wieder mit Presseclub nachgefragt. Unser Thema heute: Schutz vor Putin. Braucht Europa eigene Atomwaffen? Wir haben bis hierhin schon sehr lebhaft diskutiert. Jetzt sollen aber auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort kommen. Als erstes gehen wir nach Siegen zu Karin Röcher-Erhardt. Hallo, guten Tag und was möchten Sie gerne die Runde fragen? Meinungen in Ihrer Diskussionsrunde zuzulassen, das finde ich also erstmal total super heute. Dann möchte ich mich bei Herrn Warwick bedanken, weil ich habe den Eindruck, es ist wichtig, dass auch solche Ansichten wieder mehr Gehör finden. Natürlich müssen wir verteidigungsfähig sein, auf alle Fälle, das ist wichtig, aber man hat doch mittlerweile den Eindruck, wir geraten immer mehr in eine Kriegshysterie, manchmal denkt man schier, ja, sind wir der denn hier im Sommer 1914 oder was ist los? Und dann weiß ich, an unsere Gesamtschule trägt den Namen Bertha von Suttner Gesamtschule. Was hat Bertha von Suttner gesagt? Die Waffen nieder. Ich glaube, solche Gedanken und die Stärkung der Diplomatie, wir haben so viele Probleme. Die Umwelt ist hier am Krachen. Wir brauchen die Energielösung. Wir müssen so viele Münder mehr satt bekommen. Wir haben Probleme. Und was, dass wir uns nicht leisten können, ist ein unnötiger Krieg. Wir müssen irgendwie mit dem Putin klarkommen, egal was da ist. Ja, Frau Röcher-Erhardt, erstmal danke auch für Ihre sehr engagierten Einlassungen. Wir bemühen uns im Presseclub natürlich immer darum, möglichst kontroverse Meinungen an den Tisch zu bringen. Ich freue mich, wenn Sie den Eindruck haben, dass uns das heute besonders gut gelungen ist. Haben Sie denn auch eine konkrete Frage an Herrn Warwick? Den haben Sie ja jetzt angesprochen. Ja, wie
Herr Warwick, glauben Sie, ist der erste Schritt zu mehr Diplomatie, weil es scheint ja irgendwie ziemlich festgefahren zu sein. Man hat von außen natürlich keinen richtigen Einblick in die Münchner Sicherheitskonferenz. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass da irgendwo ein kleines Lichtlein angezündet wurde? Also Frau Richard, ich muss erstmal danke auch für Ihr engagiertes Plädoyer, aber ich muss leider sagen, ich sehe dafür keine Anhaltspunkte in der praktischen Politik. Deutschland zum Beispiel hat gerade vor ein paar Tagen ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine abgeschlossen, wo überhaupt keine politische Perspektive enthalten ist, wie man sozusagen mit Russland eines Tages auch wieder zu einem besseren Verhältnis kommen kann. Man setzt eindimensional auf mehr Waffenlieferungen, auf NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Für mich nicht die richtigen Wege. Und nochmal, ich gehöre, und Sie wahrscheinlich auch nicht, nicht zu den Russland-Verstehern. Und ich rede Russland nicht schön. Russland ist eine schlimme Diktatur, verletzt Regeln der internationalen Ordnung. Wir müssen das sanktionieren, gar keine Frage. Aber wir müssen auch sehen, was sind denn realistische politische Ziele im Ukraine-Krieg? Und mit immer mehr Waffenlieferungen, ohne eine Vorstellung von dem politischen Endspiel gewissermaßen zu entwickeln, werden wir diesen Konflikt nicht lösen. Und insofern hat die Debatte Schlagseite. Und ich bin froh, dass es Leute wie Sie gibt, die das benennen und das so sehen. Und ich finde, wir sollten das nicht als Putin nah oder so diffamieren lassen, sondern kluge Sicherheitspolitik kann auch zu anderen Ergebnissen kommen, ohne jetzt als Russlandversteher zu gelten. Und wir haben einige Punkte heute diskutiert und das finde ich gut und richtig. Ja, danke, Frau Röcher-Erhardt. Wir bleiben im Westen und wir gehen nach Erftstadt zu Dieter Reuter. Guten Tag, Herr Reuter. Und was möchten Sie die Runde fragen? Ja, ich bin über die Wortwahl von Herrn Pistorius und von vielen Politikern enttäuscht, beziehungsweise das Wort Kriegstüchtigkeit gefällt mir nun gar nicht. Ich verurteile das, was Putin macht, grundsätzlich ganz klar. Aber wir müssen das Wort aus dem Mund nehmen und müssen sagen, Verteidigungstüchtigkeit und Friedenstüchtigkeit. Das wäre für mich wichtiger wie als Kriegstüchtigkeit. Und viele sprechen ja, man kann dem Putin nicht vertrauen. Wenn der Trump Präsident wird, dem Trump kann man doch genauso wenig trauen, zwar nicht so viel. Aber diese Worte Kriegstüchtigkeit, also die gehören einfach nicht mehr dahin. Das andere, die anderen Wörter sind schon in Ordnung. Gut, Sie wären in Ordnung. Ja, Herr Reuter, also vor allem an der Kriegstüchtigkeit haben Sie sich gestoßen und gesagt, Friedenstüchtigkeit wäre jetzt schöner. Ich weiß nicht, möchten Sie darauf reagieren? Sie haben ja gesagt, Sie haben mit Kriegstüchtigkeit kein Problem. Also was kriegstüchtig angeht, es ist so, es geht ja darum, Christopher Marshall hatte das ja gerade gesagt mit dem Mentalitätswechsel. Und das eine ist, was die Bundesregierung sich überlegt, wie darauf zu reagieren, als auf diesen ja, russischen Angriff und Überfall der Ukraine. Es ist ja nicht so, dass die Ukraine das provoziert hat, sondern Russland, angeführt mit dem russischen Präsidenten Putin, von dem russischen Präsidenten Putin, hat ja eben die Ukraine überfallen. Und um klarzumachen, worum es geht, auch bei allen Leuten bei uns in Deutschland, dass es wirklich ernst ist, dass wir wirklich gucken müssen, weil man meines Erachtens Putin nicht trauen kann. Also da bin ich anderer Meinung als andere. Und dass man Putin nicht trauen kann und in jedem Fall zusehen muss, dass man ihm etwas entgegensetzt. Und ich glaube, ja. Putin ist jemand, der nur Stärke versteht. Und Stärke heißt auch militärisch stark sein. Und wenn man militärisch stark ist, dann habe ich auch kein Problem, wenn man das kriegstüchtig nennt. Und ich habe den Eindruck, dadurch, dass Pistorius dieses Wort gewählt hat, sind viele sehr aufmerksam geworden, die, das war, er hat es im vergangenen Herbst das erste Mal ausgesprochen, die so ein bisschen zurückgefallen waren und dachten, ja, also dieser Krieg läuft da in der Ukraine, wir unterstützen, ist ja alles in Ordnung. Aber dass es uns auch betrifft, dieser Mentalitätswechsel, meines Erachtens hilft diese Debatte auch genau das, was wir jetzt haben, dieses Gespräch darüber, über diesen Begriff uns zu überlegen, was ist nötig. Egal, wie man es dann nennt am Ende. Ja. Aber dadurch ist diese Debatte losgetreten worden. Verteidigungstüchtig, verteidigungsbereit gehört alles dazu. Ich glaube, dass wirklich Pistorius dadurch
eine Debatte gelungen ist, die auch wirklich nicht nur einmal, wie jetzt eben über Atomwaffen für Europa zu reden, so kurz eine Woche, sondern eine dauerhafte Debatte. Ich glaube auch, dass man wieder die Gefahr überhaupt erkennt. Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten zwei Jahren. Ja, ja. Und man sieht aber ja in Europa, umso näher man an Russland ist, desto mehr investiert man, desto verteidigungsfähiger ist man. Genau. Hier sind wir leider nicht zum Diskutieren. Wir wollen möglichst viele Leute reinnehmen. Entschuldigung, Herr Reuter, danke für Ihre Frage. Ich gehe jetzt weiter in die Hauptstadt nach Berlin zu Christoph Wovara. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Danke, dass Sie mich in die Sendung nehmen. Ich habe direkt eine Frage an den Herrn Marschall. Und zwar hatte er vorhin gesagt, dass wir nicht verteidigungsfähig seien. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wenn man sich die Militärausgaben ansieht, jetzt beispielsweise von der NATO oder der USA. Also das waren jetzt 2022 bei der NATO über 1,1 Billionen US-Dollar und bei der USA fast 900 Milliarden US-Dollar. Und demgegenüber standen bei Russland knappe 90 Milliarden. Also das ist ja ein Zwanzigstel gegenüber den USA und der NATO. Und da verstehe ich dann nicht, warum wir nicht verteidigungsfähig sein sollen. Danke, klare Frage. Das sind einfach zwei unterschiedliche Weisen, da drauf zu gucken. Wenn Sie sich dadurch, dass Sie auf Zahlen, auf Papier schauen, sagen, aha, die Armee ist wehrfähig, das ist nicht meine Sicht. Sondern meine Sicht wäre, das hatte ich vorhin auch gesagt, angenommen, wir würden angegriffen. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass ich jetzt sage, es besteht die Gefahr, dass übermorgen, nächstes Jahr Russland angreift. Aber angenommen, wir würden angegriffen. Wie lang reicht unsere Munition? 1 bis 3 Tage. Fühlen Sie sich verteidigungsfähig, wenn Sie nach 3 Tagen den Krieg aufgeben müssen, weil keine Munition mehr da ist und auch gar nicht so schnell nachproduziert werden kann? Sie haben, also ich würde Ihre Frage eher so sehen, wir haben eine riesige Distanz zwischen dem, was wir eigentlich können müssten angesichts des Gelds, das wir ausgeben, und dem, das, was wir real können. Und das Wichtigste ist, dass wir erstens diese Möglichkeiten haben, uns zu verteidigen, und dass auch unser potenzieller Gegner das glaubt. Denn Abschreckung hängt nicht davon ab, ob ich mich abschreckungsfähig fühle, sondern ob der andere das glaubt. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, wer glaubt denn, dass Putin Angst vor uns hat? Ganz offensichtlich haben wir Angst vor Putin. Das sind verkehrte Verhältnisse, wenn Sie auf Ihre Statistiken schauen. Wir müssen uns politisch so organisieren, dass aus den Geldern, die Sie genannt haben, tatsächlich praktische Wehrfähigkeit oder Abschreckung wird. Danke nach Berlin. Und wir gehen nach Edersleben zu Jürgen Fuchs. Hallo. Guten Tag an alle in Ihrer Sendung. Meine Frage zum heutigen Thema bezieht sich darauf, wenn Europa mehr Atomwaffen hätte, die es ja nun schon hat. Großbritannien und Frankreich sind Europa, vergessen Sie das bitte nicht. Werden wir dann sicherer? Das ist meine Frage. Neben mir liegt auf der Couch das Buch von Michail Gorbatschow, was jetzt auf dem Spiel steht. In aller Ihrer Diskussion sollten Sie sich das noch mal vor Augen führen. Und ein Dankeschön an Herrn Barwick. Realismus pur. Danke. Realismus pur, sagt Herr Fuchs. Aber wenn ich ganz kurz darf, gerne. Es gibt ja in Europa Atomwaffen. Also die Europäer oder einige europäische Länder sind ja schon eingebunden in den amerikanischen Schutzschirm. Das nennt sich nukleare Teilhabe. Also Atomwaffen sind in Europa. Und das ist so eine Verklammerung zwischen der amerikanischen und der europäischen Sicherheit und Abschreckung. Also erstens redet da bislang gar niemand davon, dass man die jetzt abzieht. Zweitens, die Deutschen finanzieren da auch mit. Also es ist jetzt nicht so, dass das komplett von den Amerikanern bezahlt wird, sondern wenn die Deutschen da Jets für diese nukleare Teilhabe kaufen, dann geht das Geld an die Amerikaner, was wiederum ein gutes Argument übrigens dann für die Amerikaner ist. Das muss man auch immer jetzt gerade sehen, wenn die Europäer aufrüsten, das ist dann natürlich auch ein Vorteil für Joe Biden, aber dann auch wiederum für Donald Trump, der die Europäer eh nur als Schmarotzer sieht. Aber wenn wir da sozusagen mehr investieren, dann können wir uns auch tatsächlich wahrscheinlich mehr auf die Amerikaner verlassen. Also genau.
Darf ich noch ein Argument zu Herrn Fuchs machen? Ganz kurz, ganz, zwei Sätze nur. Ja. Ich finde, das ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass uns Nuklearwaffen nicht zwingender sicher machen und dass wir doch nicht sagen können, Iran darf keine Nuklearwaffen, Brasilien soll keine Nuklearwaffen, Türkei nicht, Saudi-Arabien nicht, aber wir uns selber diese Debatte so auferlegen, dass wir sagen, wir brauchen aber vielleicht welche. Das passt einfach nicht zusammen. Ich glaube, man richtet mehr Schaden damit an, als man potenziellen Nutzen hat. Danke. Wir versuchen auf jeden Fall noch Petra Grübel in die Sendung zu holen aus Templin. Hallo. Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Meine Frage geht an Herrn Warwick. Angesichts dessen, dass ja Russland nicht von der Landkarte verschwindet, sondern immer noch zu Europa gehört, habe ich den Eindruck, dass wir nicht genügend in Sachen Diplomatie und Friedensgespräche machen. Wir müssen eine friedliche Koexistenz mit Russland herbeiführen. Das sehe ich genau wie Sie. Das Stichwort friedliche Koexistenz, das ist ein Konzept aus dem Kalten Krieg, also aus der Phase von den späten 50er bis 1989. Das sollten wir uns wirklich noch mal angucken. Wir werden Russland nicht besiegen können und wir können auch keinen Regimewechsel in Russland gewissermaßen herbeiführen. Wir können die Ukraine ertüchtigen, sich gegen die Aggression zu wehren. Das ist richtig, aber das setzt voraus, dass wir gute politische Konzepte haben und auch, so bitter das ist, russische Interessen in unser Denken mit einpreisen. Und es ist besser, friedliche Koexistenz zu machen, als in einen Nuklearkrieg mit Russland zu geraten oder einen großen Krieg zwischen NATO und Russland zu geraten. Und diese Gedanken sind mir zu wenig in der Debatte. Insofern sind Verhandlungen präventive Eskalationskontrolle. Und da müssen wir wieder hin und nicht nur eindimensional auf Waffenlieferungen setzen. Und eine Kopie von der friedlichen Koexistenz könnte man auch gut nach Moskau schicken. Da gehören immer zwei Seiten zu, genau. Wir versuchen noch einen Anrufer reinzunehmen, Horst Franke aus Bremen. Hallo, moin moin. Ja moin, ich grüße die Runde. Ich finde Ihre Sendung immer sehr interessant. Meine Frage ist die, also wir reden vom Horror, dass Trump in Amerika gewinnt. Was ist mit Le Pen in Frankreich? Also es wurde ja erwähnt, Zusammenarbeit EU, verteidigungspolitisch, militärpolitisch und so. Und das würde mit Macron ja noch gehen, aber Le Pen hat ja öfters zum Ausdruck gebracht, was sie von Deutschland hält. Sie ist Russenfreund oder Putin-freundlich. Und mich würde interessieren, wie die Runde dazu denkt. Genau, da geht es um die Präsidentschaftswahlen in 2027, genau. Also in 3 Jahren. Wer möchte? Also bisher ist das doch so, dass immer wenn es, Frankreich hat ja ein Mehrheitswahlrecht, am Ende ist es immer ein Lager gegen das andere Lager. Bisher hat immer das bürgerliche Lager gegen das rechte Lager gewonnen, allerdings mit die ganze Zeit kontinuierlich schrumpfenden Abständen. Frau Le Pen erfindet sich gerade neu, sie kennt das Problem, sie redet auf einmal wesentlich zahmer, ziviler. Sie hat ja gerade abgelehnt, über eine direkte Kooperation mit der AfD nachzudenken, weil die AfD, wie sie behauptet, zu Recht sei für ihr eigenes Programm. Also da sehen Sie, wie da ein Programmwechsel stattfindet. Und es ist letzten Endes eine Frage, die wir beachten müssen. Wird Frau Le Pen oder jeder andere Rechtsradikale am Ende das tun, was er angekündigt hat? Oder wer von denen wird am Ende Realpolitik machen, ganz egal, was sie vorher gesagt haben? Und nur, ich weiß das auch nicht, aber Frau Le Pen ist gerade auf dem Kurs, von rechts mehr in die Mitte zu schwenken, damit sie wählbarer wird. Und das ist, wie gesagt, ja auch die Wahl erst in 3 Jahren. In diesem Jahr, im November, haben wir die Wahl in den USA, auf die wir natürlich auch mit Interesse gucken. Ich bedanke mich bis hierhin für diese ganz, ganz tolle Runde. Vielen Dank an meine Gäste, alle, die zugehört haben, sich eingeschaltet haben in die Sendung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und an dem Thema, was wir heute diskutiert haben, werden wir sicherlich auch in Zukunft dranbleiben. Machen Sie es gut. Tschüss.